MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Sollte man nach einer Impfung pralles Sonnenlicht vorerst meiden? Bekommt man nach einer Impfung Durchfall? Ein junger, sportlicher Mann bekommt nach seiner ersten Impfung mit BioNTech eine Thrombose im Bein. Sollte er auf die zweite Impfung verzichten? Keine Langzeitimmunität nach Impfung mit AstraZeneca? Impfabstand, je größer, desto besser. Und wann können wir auf Maske und Abstand halten komplett verzichten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekules Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Schneider hat gemailt. Meine Tochter stillt ihre 4 Monate alte Tochter voll. Nun soll meine Tochter am 1. Juni ihre erste BioNTech-Impfung erhalten. Genau 14 Tage vor diesem Termin hat meine Enkelin eine Rotaviren-Schluckimpfung erhalten. Reicht dieser 14-Tage-Abstand zwischen den beiden Impfungen, um kein Risiko für die Kleine einzugehen? Viele Grüße. Ja, es wird empfohlen, 14 Tage Abstand zu halten bei Lebendimpfstoffen. Und speziell bei dem SARS-CoV-2-Impfstoff ist es so, dass die Ständige Impfkommission ja auch sicherheitshalber 14 Tage Abstand empfiehlt. Das würde ich sagen, das reicht. Also zumal in dem Fall ist es ja so, dass nicht das Kind selber geimpft wird, sondern im einen Fall ist es das Kind, im anderen Fall ist es die Mutter. Also ich sehe jetzt nicht, warum das gefährlich sein sollte. Frau Winter aus Bremen hat angerufen. Sie hat Ausgabe 184 gehört, in der wir eine Studie besprochen haben, wonach es starke Verunreinigungen im AstraZeneca-Impfstoff gab. Dazu hat Frau Winter 2 Fragen. Ich hätte jetzt gerne gehört, ob es wahrscheinlich ist, dass AstraZeneca seine Zulassung im Nachhinein noch verliert, aufgrund dieser gefundenen Verunreinigung. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, ich habe im März meine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen. Ich bin 61 Jahre alt, habe die auch ganz wunderbar vertragen. Jetzt wäre am 16. Juni meine zweite Impfung dran und ich würde lieber die zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bekommen. Kann ich mir das aussuchen, dass ich nicht nochmal AstraZeneca bekomme, sondern stattdessen einen mRNA-Wirkstoff, oder ist das nach wie vor nicht möglich? So, vielleicht der erste Teil der Frage. Ja, also der erste Teil verliert es seine Zulassung. Das hängt natürlich von der Zulassungsbehörde ab. Wir haben aber hier, um das nochmal zu sagen, ein Notfallverfahren. Und im Notfallverfahren, bei der Notfallzulassung, ist es ja nicht so in dem Sinn, dass man die verliert, sondern die Frage ist, ob sie verlängert wird. Die Notfallzulassung wird immer nur für ein Jahr erteilt in Europa. Und nach einem Jahr kann der Antragsteller eine Verlängerung beantragen. Er muss in diesem Jahr auch Daten vorlegen. Und natürlich ist die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Produktionsprozesses ein ganz wesentlicher Faktor dabei. Ich bin sicher, dass die Europäische Arzneimittelbehörde die aufgetretenen Probleme genau im Blick hat. Und die werden dann natürlich von AstraZeneca Nachweise verlangen, dass so etwas ausgemerzt ist, nicht mehr vorkommen kann, unter Kontrolle ist. Und je nachdem, was der Hersteller dann vorlegt, werden sie nach einem Jahr die Verlängerung genehmigen oder nicht. Wenn der Hersteller nicht klar belegen kann, dass in Zukunft so etwas ausgeschlossen ist, oder belegen kann, dass die Verunreinigungen ungefährlich sind. Das ist ja gut möglich, dass die zwar vorhanden sind, aber kein Problem darstellen. Wenn also keins von beiden möglich ist durch den Hersteller, dann wird diese Notfallzulassung einfach nicht verlängert. Das wäre dann der 30. Januar 2022. Ich habe gerade mal geguckt, wann die EU den AstraZeneca-Impfstoff zugelassen hat. Also so Mitte oder Anfang des Jahres 2022 sind wir dann schlauer. So, jetzt der zweite Teil der Frage. Lieber mit BioNTech oder lieber mit Astra? Jetzt die zweite Impfung. Ja, die Daten sind ziemlich klar, dass wenn man einen Vektorimpfstoff AstraZeneca und hinterher einen RNA-Impfstoff bekommt, dass man dann in der Summe einen höheren Schutz hat. Also dieser Teil ist relativ eindeutig, weil dann sozusagen 2 Faktoren zusammenkommen. Das eine ist, dass die RNA-Impfstoffe grundsätzlich allgemein stärker schützen, eine höhere Effizienz haben.
Und zweitens ist es so, dass es immer von Vorteil ist, sage ich mal, in der Immunologie, dem Immunsystem so ein bisschen was anderes zu fressen hinzuwerfen als beim ersten Mal. Dann verbreitert sich der Immunschutz, kann man sagen. Dann wird sozusagen das auf eine breitere Basis gestellt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Zellen, die dann in der Lage sind, verschiedene Teile des Erregers zu erkennen, weil die Präsentation gegenüber dem Immunsystem sich immer ein bisschen ändert, je nachdem, was für ein Impfstoff das ist. Also daher spricht jetzt rein medizinisch gesehen alles dafür, beim zweiten Mal einen RNA-Impfstoff zu nehmen. Die Frage ist, ob der verfügbar ist. Nicht? Die Ärzte dürfen das ja jetzt auch. Und natürlich kann der Arzt sagen, ich möchte in diesem Fall den RNA-Impfstoff verimpfen. Ich würde aber, wenn jetzt wirklich die Situation kommt, dass man sagt, es gibt aber nur Astra, das andere ist gerade nicht verfügbar. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das in dem speziellen Impfzentrum oder bei dem speziellen Arzt ist. Dann würde ich trotzdem das AstraZeneca nehmen. Also mit Ü60, wenn es beim ersten Mal gut vertragen wurde, was soll da groß passieren? Also das würde ich dann auf jeden Fall machen, besser als auf der einen Impfung erstmal sitzen zu bleiben. Und die STIKO empfiehlt auch Personen über 60 Jahre, die zweite Impfung dann auch wieder mit AstraZeneca zu machen. Wenke aus Hamburg hat angerufen, sie hat eine Freundin und diese Freundin lebt auf Gran Canaria. Und dort hält sich hartnäckig ein Gerücht, was Geimpfte unbedingt meiden sollten. Sie hat mir erzählt, dass sie tagelang nicht in die Sonne gegangen ist, weil es dort ein Gerücht gibt, das besagt, dass man irgendwelche besonderen negativen Reaktionen haben könnte, wenn man sich in die Sonne legt. Tja, stimmt das? Ja, also ganz allgemein kann man sagen, dass das Impfen stimuliert natürlich das Immunsystem. Oder man könnte auch sagen, es stresst das Immunsystem, weil das ist ja für das Immunsystem so ähnlich, als würde man wirklich eine Krankheit bekommen. Wir wissen, dass das nur ein Impfstoff ist und sind da vielleicht entspannt, aber unsere Immunzellen, die geraten so ein bisschen in Panik, weil für die ist das natürlich ein echter Krankheitserreger. Die werden ja sozusagen reingelegt an der Stelle. Und dieser Stress des Immunsystems, der äußert sich durchaus auch in einer erhöhten Bereitschaft für irgendwelche Ausschläge, die man kriegen kann, wenn man sonst in die Sonne geht, weil auch Sonnenbestrahlung fürs Immunsystem erstmal eine Belastung ist. Durch Sonne bildet sich Vitamin D und das ist alles ganz wunderbar, wenn man die in Maßen genießt. Aber so wie viele Urlauber sich in die Sonne legen, das ist durchaus auch nicht zu empfehlen, wenn man einen Virusinfekt hat oder ähnliches. Und deshalb finde ich so ganz allgemein die Regel, nach einer Impfung vielleicht 2 Tage lang körperliche Anstrengung zu meiden, Alkoholexzesse oder andere Drogen zu meiden und eben nicht massiv in die Sonne zu gehen. Das heißt nicht, dass man im Keller bleiben muss, aber dass man sich zumindest nicht gerade auf den Teutonengrill legt. Das ist schon zu empfehlen. Wir haben Post von einer Dame erhalten, die an einer Waldorfschule arbeitet. Sie schreibt: Ich bin Schülermutter an einer Waldorfschule. In Gesprächen mit Miteltern und Lehrern und Lehrerinnen stoße ich immer wieder auf tiefes Misstrauen gegenüber Corona-Maßnahmen wie Maskentragen und Schnelltests. Immer wieder begegnet mir die Überzeugung, die Maßnahmen seien nicht verhältnismäßig, da das Virus weniger gefährlich sei als allgemein angenommen. Der Schularzt unserer Schule bezeichnet die Maßnahmen als Coronoia, impft in seiner hausärztlichen Praxis nicht gegen Corona und war im vergangenen Herbst Veranstalter einer Querdenken-Demo. In diesem Zusammenhang habe ich 2 Fragen. Haben Sie Kenntnis von einer Häufung von Corona-Ausbrüchen im Waldorf-Umfeld? Und bekanntlich waren Sie ja selber Waldorf-Schüler. Haben Sie einen Vorschlag, wie ich hier aus der Elternschaft heraus zur Aufklärung beitragen kann, ohne Gräben zu vertiefen? Herzlichen Dank und viele Grüße. Da hat sich diese Dame ja was vorgenommen. Ja, also klar, das Phänomen gibt es, das kennen wir von anderen Impfungen auch. Habe ich Kenntnis von Häufungen im Waldorf-Umfeld? Muss ich dann dazu sagen, von wo? Nee, wenn ich nur, ja, ich habe Kenntnis, aber um Gräben nicht zu vertiefen, sage ich jetzt nicht wo. Es ist ganz klar, das ist doch, das sind aber nicht nur die Anthroposophen von den Waldorfschülern, sondern da gibt es viele Strömungen in der Gesellschaft, die grundsätzlich gegen Impfungen sind und schon immer waren und die natürlich hier, wenn man sich vom Staat da gegängelt fühlt an der Stelle, dann natürlich doppelt genervt sind davon, weil außer den rein medizinischen Fragezeichen, die man ja durchaus diskutieren darf, gibt es eben da auch so ein bisschen grundsätzliche Probleme mit Impfungen. Ja, wie kann man sowas überwinden? Also meine Erfahrung ist, dass das Beste
Argument immer noch ist, dass man sich klar macht und das auch immer wieder kommuniziert, dass eine Impfung in der Regel eben weniger schadet als eine natürliche Infektion. Also die meisten, gibt auch Religionen, die ja in diese Richtung gehen oder in Strömungen innerhalb einzelner Religionen, die in diese Richtung gehen, die sagen so ein bisschen, die natürliche Feierung ist das Beste. Das kann man aber biologisch im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr unterschreiben. Das ist so, dass diese Täuschung des Immunsystems, die dazu führt, dass quasi gleiche Reaktion ausgelöst wird wie bei einer oder eine ähnliche Reaktion ausgelöst wird wie bei einer Erkrankung, das ist für den Menschen allemal besser, als die Erkrankung selber durchzumachen. Und vielleicht noch ein anderes Argument, was ich immer wichtig finde. Wir wissen ja bei den Impfungen zum Teil nicht, was so Langzeiteffekte sind. Das ist ja immer das, wo man sich Gedanken macht und wo es auch schwierig ist, die komplett auszuräumen. Andererseits, wir wissen auch nicht, was bei den Infektionen die Langzeiteffekte sind. Und deshalb finde ich, wenn man so in so einer Situation ist, dass man sich nicht schützen kann vor einer Erkrankung oder nicht schützen will vor einer Erkrankung, dann ist die Impfung meistens der bessere Weg. Das gilt also ganz allgemein für die Impfstoffe, die wir haben. Und das galt übrigens auch in der Vergangenheit schon. Also klar, die Impfkritiker, die sagen dann immer, ja, damals Polio, die Riesenkatastrophe als Kinderlähmung in den USA, da waren die ja auch so wahnsinnig optimistisch, neuer Impfstoff, dann haben die gegen Kinderlähmung geimpft. Und dann gab es dann einen gewissen Anteil von Kindern, die haben dann durch den Impfstoff, das war aber ein Lebendimpfstoff damals, tatsächlich so eine Form der Kinderlähmung bekommen. Ja, und gilt als große Katastrophe in der Geschichte der Impfstoffentwicklung. Dieses Zeug wird natürlich nicht mehr verimpft heute. Aber trotzdem, wenn man das gegenrechnet gegen die vielen, vielen Kinder, die keine Kinderlähmung bekommen haben, weil sie erfolgreich geimpft wurden, dann ist das natürlich auf die Gesamtbevölkerung gesehen eine ganz kleine Größe. Also insgesamt ist es immer so, dass die Impfung viel besser ist als das Durchmachen der Krankheit. So, wir wünschen toi, toi, toi beim Versuch der Diskussion. Muss ja auch dazu sagen, der Transparenz halber, Sie sind Waldorfschüler und ich auch. Also hier unterhalten sich zwei Waldorfschüler über das Thema Coronavirus, was ja auch sehr interessant ist. Was wir vorher nicht verabredet haben, muss man dazu sagen. Ja, das ist irgendwann das rausgekommen. Stimmt. Wahrscheinlich. Waren beide erschrocken. Kommen noch, treten noch andere Dinge dazu tage. Auf der Zeit. Eine Dame hat angerufen, sie möchte nicht, dass wir ihren Namen nennen, kein Problem. Sie hat eine Frage zu einem möglichen Problem nach einer BioNTech-Impfung. Gibt es Erfahrungswerte, in welcher Zeiteinheit nach einer BioNTech-Impfung eine Diarrhoe austreten kann? Ich bin am 15.04. geimpft und habe ab 8.05. Probleme, komme gerade vom Abdomen-CT. Bis dahin bin ich in der Diagnostik gegangen, weil ich Mediziner bin, weil ich mir meine Beschwerden nicht erklären kann. Auch ein PCR-Test war dann negativ, zwei Schnelltests waren negativ. Diarrhoe kann ja als Nebenwirkung der Impfung auftreten, aber ich finde nirgendwo, in welcher Zeiteinheit. Bin gespannt, ob ich mir irgendwas höre. Also ich kenne es auch nur in relativ kurzer Zeit. Also so typisch wäre so innerhalb von spätestens 2 Wochen. Wir wissen aber tatsächlich, dass bei den RNA-Impfstoffen es so ist, dass wir merkwürdige immunologische Spätreaktionen haben, typischerweise als Hautreaktionen. Wenn man nun weiß, dass es an der Einstichstelle schwierig erklärbare, verzögerte Immunreaktionen gibt, die sind noch nicht genau erklärt, aber die haben wohl was zu tun mit so einer Art Allergie, so eine ähnliche Reaktion wie bei Allergien, dann kann man sowas natürlich auch für die Darmschleimhaut vermuten. Und deshalb kann man rein theoretisch ableiten, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass das auch nach ein paar Wochen mal auftritt. Aber meines Wissens ist bisher nichts dokumentiert, was nach mehreren Wochen noch solche Nebenwirkungen macht. Sollte man auf jeden Fall melden, nicht? Das ist ja ganz wichtig. Das Paul-Ehrlich-Institut sammelt ja solche Fälle, um zu sehen, ob es da eine Häufung und eine Assoziation gibt. Und darum sollte man sowas, wenn man das hat, durchaus mal melden, weil der lange Zeitraum hier doch schon interessant ist. Frau Philipp hat gemailt, ich habe die Möglichkeit, mich Mitte Juni bei meinem Hausarzt mit BioNTech impfen zu lassen. Allerdings bin ich 6 Wochen später, wenn die Zweitimpfung ansteht, im Urlaub und könnte die Zweitimpfung daher erst nach 8 Wochen machen lassen. Halten Sie dies für problematisch? Welche Konsequenzen könnte dies für den Impferfolg haben? Mit freundlichen Grüßen, Frau Philipp.
Also für den Impferfolg hat es höchstens positive Konsequenzen, weil wir wissen, dass eine etwas spätere Zweitimpfung tendenziell eher den Immunschutz danach dann verstärkt. Kommt halt darauf an, was man zwischen der ersten und zweiten Impfung macht. Das heißt also, wenn der Urlaub jetzt eine Kreuzfahrt sein sollte auf einem der neu eröffneten Kreuzfahrtschiffe oder in einen der Partykellers irgendeiner Insel auf den Balearen gehen sollte, dann könnte es nachteilig sein. Aber jetzt für den Langzeiteffekt ist es eigentlich überhaupt kein Nachteile, sondern eher ein Vorteil, noch 2 Wochen zu warten. Unser Hörer Stefan hat gemailt. Er schreibt, ich bin männlich, 44, Nichtraucher, sportlich und ohne Vorerkrankung. Arztzimmer sehe ich für gewöhnlich nur für Vorsorgeimpfung und Vorsorgeuntersuchung. Am 12. Mai habe ich meine erste Impfdosis BioNTech erhalten. Die Tage unmittelbar danach waren frei von merklichen Impfwirkungen. Später, am 20. Mai, bekam ich aus heiterem Himmel eine Thrombose im rechten Oberschenkel. Nach ärztlicher Diagnose mit Ultraschall bekomme ich nun täglich Blutverdünner, trage tagsüber einen Kompressionsstrumpf, nehme Schmerztabletten, lagere die Beine regelmäßig hoch und laufe ebenso regelmäßig kleine Strecken. Die Maßnahmen sind vorerst für 30 Tage angesetzt. In diesem Zeitfenster liegt auch meine zweite Impfung mit BioNTech. Bisher gab es nie Probleme mit meinen Venen oder Blutgerinnung. Der Grund für die Thrombose ist mir absolut schleierhaft. Mir ist bewusst, dass RNA-Impfstoffe für thrombotisches Geschehen oder für Venenentzündung nicht bekannt sind. Aber ich kann nur diesen Zusammenhang mit der BioNTech-Impfung herstellen. Meine Frage, sollte die zweite Impfung lieber verschoben werden oder sehen Sie ja keinen Grund zum Warten? Viele Grüße. Oh, also das ist ja keine sozusagen staatlich anerkannte Nebenwirkung. Hier gilt auch wieder, dass es wichtig ist, diese Assoziationen, es sind ja keine Nebenwirkungen, aber diese unerwünschten Dinge, die passieren im Zusammenhang mit der Impfung, wirklich dem Paul-Ehrlich-Institut zu melden. Ich würde wahrscheinlich schon rein aus psychologischen Gründen jetzt nicht während der Therapie, da wird jetzt ein Blutverdünner gegeben, jetzt die zweite Impfung machen. Ich würde die tatsächlich ein bisschen rausziehen und erstmal abwarten, bis die Thrombose völlig ausgeheilt ist. Dadurch entsteht ja auch kein Nachteil in dem Fall. Und jemand, der sowieso Stützstrümpfe hat und die Beine hochlegen muss, der ist wahrscheinlich auch nicht so gefährdet, sich mit dem Virus zu exponieren. Und er schreibt auch noch, wäre ein Impfstoff wechselratsam? Nein, das würde ich nicht machen. Also ich glaube nicht, dass es von dem RNA-Impfstoff gekommen ist. Also das wäre jetzt ein sehr ungewöhnlicher Bericht. Darum würde ich für einen Impfstoffwechsel in der Situation nicht sprechen, aber ich würde eben nicht in die Therapie rein, jetzt sozusagen mit Stützstrumpf und unter Blutverdünner-Therapie dann mir die zweite Impfung geben lassen. Das würde ich nicht machen. Diese Dame hat unseren Podcast vom Dienstag, den 25. Mai gehört, Ausgabe 186. Daran haben wir eine Studie zur Immunität durch neutralisierende Antikörper besprochen. In der Studie wurde ja die Immunität nach der Gabe von 7 Impfstoffen mit der Immunität nach durchgemachter Infektion verglichen. Und dazu hat unsere Hörerin folgende Frage. Der Impfstoff von AstraZeneca schneidet in dieser Studie aber eher schlecht ab. Wie kann ich jetzt als über 60-Jährige, die mit AstraZeneca geimpft ist, damit umgehen? Also was kann ich daraus schließen? Bin ich in einem halben Jahr nicht mehr geschützt vor einer Neuinfektion und kann ich sogar eine schwere Infektion bekommen? Über eine Einordnung würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank. Also ich würde jetzt nicht auf jede Studie gleich so reagieren, dass ich sage, nee, dann mache ich jetzt das nicht mit der zweiten Impfung. Das ist jetzt geplant. Man kann froh sein, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu impfen. Und 2 Impfungen sind auf jeden Fall bei AstraZeneca wesentlich besser als nur eine Impfung. Dass es am Ende des Tages wahrscheinlich Impfstoffe geben wird, wo wir dann 2 Jahre später sagen, Mensch, da war der Immunschutz am besten. Und diese eine Studie, die wir hier vorgestellt haben, die ging ja in die Richtung. Das ist ganz klar, aber das ist damit ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, sondern ich empfehle jetzt hier das erstmal zu machen, und falls es dann wirklich so sein sollte, dass die Antikörpertiter im Herbst schlecht sind oder nächstes Frühjahr schlecht sind, dann kann man ja nochmal eine weitere Impfung machen. Diese Dame hat angerufen, auch sie möchte ein wenig Klarheit bezüglich mehrerer Gerüchte haben. Ich wollte bitte fragen, ob das wahr ist, dass man dann, wenn man geimpft ist, anfälliger
ist, was Corona betrifft, also dass man sich eher anstecken kann. Zwar nicht schwer, aber anstecken trotzdem. Und dann wollte ich noch fragen, ob das auch stimmt, dass praktisch das Immunsystem geschwächt wird dadurch durch die Impfung, so dass man dann für andere Infektionen auch anfälliger wird und beziehungsweise, dass das Immunsystem auch nicht so gut bewaffnet ist gegen Mutationen von Zellen. Das bedeutet also, dass man vielleicht auch Krebszellen nicht so leicht abwehren kann. Also das waren jetzt zwei so klassische Gerüchte, wie sie von Corona-Gegnern so gestreut werden. Deshalb ist vielleicht ganz gut, mal kurz darauf einzugehen. Das eine ist die Frage, ist man dann anfälliger für eine Infektion? Das ist Unsinn. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, man kann sich immer noch infizieren und man kann unter Umständen dann ausnahmsweise auch mal so viel Virus ausscheiden, dass man jemand anders, der ungeimpft ist, damit noch anstecken kann. Aber das ist wesentlich weniger wahrscheinlich, als wenn man ungeimpft wäre. Das heißt, die Impfung schützt auf jeden Fall vor der auch vor der Ansteckung in den allermeisten Fällen. Und das ist ein echtes Gerücht und nicht mehr als das, dass also hier das Umgekehrte der Fall wäre. Das Gleiche gilt für die Behauptung, die habe ich auch schon ein paar Mal so gehört, dass man dann anfälliger für Krebs wäre. Es ist so, dass es sogar früher mal Therapien gab gegen Krebs, dass man das Immunsystem unspezifisch stimuliert hat. Also da hat man, das hat nie so richtig funktioniert, aber es war schon mal so die Idee, dass man durch so eine Art Impfung quasi das Immunsystem anheizt, in der Hoffnung, dass dadurch dann durch diese Aktivierung nebenbei auch Krebszellen eliminiert werden. Das heißt also, auch das stimmt eben nicht, dass durch die Impfung die Abwehr gegen Krebs schwächer wird, sondern sie wird rein theoretisch sogar eher etwas stärker, zumindest vorübergehend. Vielleicht kann ich dazu noch sagen, man muss ein bisschen aufpassen, es gibt tatsächlich systematische Desinformationskampagnen inzwischen. Wir haben ja da noch nicht so explizit drüber gesprochen, aber es gibt wirklich Desinformationskampagnen, wo die Amerikaner der Meinung sind, die werden sogar aus Russland gesteuert, wo ganz gezielt auch der BioNTech-Impfstoff angegriffen werden soll oder andere Impfstoffe angegriffen werden sollen, vielleicht im Zusammenhang mit dem Marketing, also Marketingmaßnahme für Sputnik V. Das ist nicht ganz klar und es gibt ja jetzt ganz aktuell von gestern Aussagen von Bloggern in Europa, die behaupten, sie seien angesprochen worden übers Internet von Leuten, die gefragt haben, ob sie bereit wären, quasi gezielt den BioNTech-Impfstoff schlecht zu machen, gegen Bezahlung natürlich. Also das heißt, also da gibt es offensichtlich jetzt richtige Kampagnen, die auch gegen die Impfstoffe gehen und die auch nicht davor zurückschrecken, da systematisch Falschinformationen zu verbreiten. Und so ein bisschen in diese Richtung geht das, was ich da gerade gehört habe. Frau Mohr hat gemailt, es wird immer wieder gesagt, dass leichte Maßnahmen wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot uns noch sehr lange erhalten bleiben. Nun sind aber gerade diese Maßnahmen aus meiner Sicht zwar einerseits leicht umsetzbar, andererseits auf Dauer aber mit die belastendsten und damit alles andere als leicht. Wir sind als Menschen nicht auf ein dauerhaftes Abstandhalten zu anderen Menschen ausgelegt. Ich bin Lehrerin, Tänzerin, in beiden Bereichen ist aufgrund von Maskenpflicht und Abstandsgebot eine Rückkehr zur Normalität nicht einmal ansatzweise vorstellbar. Wie schätzt Herr Kekulé das ein? Wann werden wir in manchen Bereichen auf die Maskenpflicht und das Abstandsgebot komplett verzichten können? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Frau Mohr. Ich würde da wahrscheinlich überraschend sagen, in einigen Bereichen könnten wir sofort darauf verzichten, indem wir gründlich testen. Also wir brauchen im Grunde genommen ja nur das Testen und die Nachverfolgung plus den Schutz der Risikogruppen. Sie ahnen das, das ist ein altes Konzept, was ein Jahr alt ist inzwischen. Mit diesem Konzept können Sie natürlich auf die Masken in dieser speziellen Situation verzichten. Also beim Tanzen zum Beispiel ist ja bekannt, wenn Sie jetzt nicht gerade mit Wildfremden tanzen, wer das ist, den Sie da als Partner haben. Und wenn beide getestet sind und für den Fall, dass zusätzlich auch noch einer dann doch sich infizieren sollte, man eine Kontaktnachverfolgung machen kann, dann ist das eigentlich schon eine fast sichere Sache. Und wenn dann auch noch zusätzlich diejenigen, die wirklich ein hohes individuelles Risiko haben, geschützt sind durch Impfung, dann sehe ich da überhaupt kein Problem damit, das zu machen. Die Maskenpflicht bezog sich eher, wenn ich jetzt empfehle, die Maske zu behalten,
auf Situationen, wo wir mehr oder minder anonym mit anderen Leuten zusammentreffen und nicht sicher sein können, dass diese anderen keine Risikopersonen sind und möglicherweise ungeimpft sind. Also zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Also da glaube ich, wäre es sinnvoll, einfach die Masken zu behalten, weil wir da auch diese Situation mit den geschlossenen Räumen haben. Aber so das Tanzstudio oder die andere Situationen oder eben die Schule als Lehrerin, das ist eine klassische Situation, die man auch anderweitig kontrollieren kann, sogar erstmal ohne Impfung. Und da muss man dann, wenn alle getestet sind und es natürlich nachverfolgbar ist und die Inzidenz niedrig ist und die Risikogruppen geschützt sind, keine Masken mehr aufhaben. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 188, Kekulés Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 1. Juni wieder. Bis dahin. Gerne, bis dann. Schönes Wochenende, Herr Schumann. Sie haben auch Fragen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de. Sie können uns auch anrufen, das kostet nichts, 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulés Corona-Kompass auf mdr.de, dort unter Audio und Radio, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekulés Corona-Kompass.